Eine hochsteirische Gourmethaube feierte vor kurzem seinen 50. Geburtstag. Der in Bruck beheimatete Haubenkoch Mike Johann lud dazu ein und viele Freunde und Bekannte folgten dieser Einladung nur allzu gerne. Ganz, ganz selten, dass das Haus so überquillt, vom Keller bis zum Dach. Also es gibt ja verschiedene Stationen und ganz, ganz liebe Haubenköche und Freunde aus ganz Österreich und Winzer, die da sind und die mit uns mitfeiern. Gibt es irgendeinen speziellen Wunsch, den man sich mit 50 wünscht? Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, ist einfach die Gesundheit, das wünscht sich ja jeder und das will man natürlich auch selber. Und man merkt natürlich schon, mit 50 fängt es ein bisschen zwacken und zwachen an, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein halbes Jahrhundert kulinarische Geschichte. Welche Pläne gibt es für den Jubilar für die Zukunft? Naja, es ist ja nicht nur heute, haben wir ja nicht nur 50 Jahre Mike Johann, sondern wir haben ja auch 4.444 Tage des Johanns in Bruck. Vor 12 Jahren habe ich das erste Mal hier angefangen zu kochen und heuer habe ich natürlich mit meiner Frau, mit meiner Emilia, das Hotel gebaut. Wir haben das kleine Boutiquenhotel mit den Suiten gebaut in der ersten Ausbauphase, das jetzt seit Juni im Betrieb ist und das ist auch heute natürlich auch ein Grund einer kleinen Eröffnungsfeier mit sehr, sehr vielen Stammgästen und Freunden. Und viele Stammgäste, wie man sieht, sind gekommen. Das zeigt natürlich auch, wie beliebt dieser Haubenkoch in Bruck ist und über die Grenzen hinaus. Ja, du sagst es auch in den Grenzen aus und das kommt ja halt, das sind ja Gäste aus Wien da, es sind aus Kärnten da. Es sind viele, viele von unseren Pop-Ups da, das freut mich natürlich auch, von unseren auswärtigen Geschichten, die wir immer kochen. Es ist aus Felden die Familie Schmalzl da, es ist die Lisi von Madarek in Bruck da, es ist der Maurizio da, wo wir gemeinsam was machen. Es ist die Familie Branden aus Kitzbühel da, wo wir gemeinsam ein neues Startup machen. Also das freut uns und natürlich zig Gäste und Freunde. Reichhaltig war auch das Angebot des zu Verkostenden, das an diesem Abend serviert wurde. Und zwar einen Salat von der Wildente mit dem Haxerl, der roten Rübe und dazu ein bisschen Chili und einen Panna Cotta mit meinem Konterfei. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe es zwar schon am Käse heute gekriegt von der hochsteirischen Molkerei, aber das ist wirklich das Coolste, was ich bis jetzt gesehen habe. Mahlzeit! Aber nicht nur Freunde waren gekommen, um zu gratulieren, auch viele Kollegen kamen und brachten so allerlei Gutes für den Gaumen mit. Ja, es sind ja nicht nur die 5 hochsteirischen Haubenköche da, die Topköche neben mir. Max Liadolter, Lurgbauer, St. Sebastian, einer meiner ältesten Bekannten, sein Vater schon, glaube ich, seit 25 Jahren, kenne ich das Haus schon. Ein Tipp, also wirklich dorthin zu gehen, das beste Rindfleisch. Vergessen Sie Blachhutter, wir lieben Lurgbauer. Max, was machst du da? Ich meine, außer, dass du meinen 50er kochst. Ich backe Pralinen. Du backst Pralinen? Genau, ja. Also du bist ja viel jünger wie ich. Nein, ich mache, pass auf, weißt du, mich fragst, soll ich ausführlich werden oder soll ich da auch? Nein, ich habe bei Praline hätte jetzt was gehabt, weil natürlich Praline ist jetzt für mich, ich bin jetzt 50, du bist die Hälfte von mir. Praline war bei uns eine schmutzige Zeitung, ja. Du machst da jetzt einfach irgendwas mit einer Ochsen oder einem Kabel, ne? Ja, genau. Nein, ich habe ein Kalbsragout gemacht, habe das Ganze in einer Pralinenform gezwängt sozusagen, habe das paniert und mache das jetzt außer. Dazu gibt es ein Selleriepüree mit, oder sagen wir ein Butterpüree mit ein bisschen Sellerie drinnen. Und obendrauf noch das Topping ist ein Hagebuttengel von unserem Hof selber, den Hagebuttenstrauch, der steht bei uns vor der Haustür. Super, in der Lurg St. Sebastian, Wahnsinn. Lieber Hans, auch du kochst heute zu meinem 50. Geburtstag da im Johanns. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe einen Rattenröhm-Salat mitgebracht mit Mandarinen. Topinambur. Mit Mandarinen Kein. Aus Edmiesel, bitte. Naja, ein bisschen Afrika brauchen wir schon dabei. Und dann Topinambur mit Krein, nicht? Erde. Sag ich erdet wieder. Erde. Mit 50, jetzt schauen wir mal. Nein, gehst nicht. Sag ich erdet, nicht? Ja, ja, Erde. Ja, ja. Und dann einen ausgeräucherten Lachsforall. Super. Ja, und das, liebe Zuschauer, das ist die Nachtjause von einem anderen Haubenkollegen, von Klaus Lobnik vom Sparring Kammern. Der ist jetzt noch nicht da, aber das ist die Nachtjause für 1, 2 in der Nacht, wenn wir dann in unserem Weinkeller im Johanns versumpern. Viel Spaß.